Bei Neuenburg führte schon im Mittelalter eine Furt über den Rhein. Hier haben sich an einem Ferientag vier Familien zu einer Paddeltour verabredet. Von diesem noch ursprünglich verlaufenden Seitenarm ist die Berufsschifffahrt verbannt. Am sogenannten Altrhein kann man ungestört Natur erleben. Verschiedene, auch seltene Vogelarten, am Ufer Silberweiden. Das Wasser ist klar und nicht sehr tief. Es ist ein relativ einfacher Fluss, mit dem man gut mit Familien paddeln kann. Einfach. Das ist einfach schön, um Kindern zum Beispiel auch Natur näher zu bringen. Wenn man jetzt auf schwerere Flüsse geht, dann haben Kinder oftmals überfordert mit der Technik. Und hier lernen sie relativ einfach Kanu fahren, weil es nicht so viele Schwierigkeiten hat. Und gleichzeitig sind sie in der Natur, erleben einfach Natur hautnah. In der Flussmitte verläuft die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. Die Strecke hält für Anfänger auch eine Herausforderung bereit. Bei Griesheim gibt es eine Stromschnelle. Während die Kanuwanderer auf dem Altrhein weiter paddeln, steuern wir unsere nächste Station am Oberrhein an. Kilometer flussabwärts liegt Breisach, erbaut auf einem Felsen. Markantes Wahrzeichen der Stadt ist das Stephansmünster. Die Kirche stammt aus der spätromanischen Zeit des 12. Jahrhunderts. An ihr gebaut wurde bis zur Gotik des 15. Jahrhunderts. Zu ihren kulturhistorisch wertvollen Schätzen gehört ein monumentales Wandbild. Das Jüngste Gericht. Der Künstler Martin Schongauer hat es vor über 500 Jahren gemalt. In Breisach zeigt sich die Bedeutung des Rheins als Grenzfluss. Die Stadt wurde vielfach belagert, zerstört und wieder aufgebaut. Mahnmal des letzten Krieges, eine Granate. Und Einschusslöcher an der Kirchenmauer. Vom Stephansmünster geht der Blick auf die andere Rheinseite zur französischen Schwesterstadt Neuf-Brisach. Massive Wehranlagen umgeben die ehemalige Festungs- und Wohnstadt für Soldaten und ihre Familien. Nachdem der französische König Ludwig XIV. Breisach im 18. Jahrhundert an die Österreicher verloren hatte, beauftragte er seinen Baumeister Vauban, direkt gegenüber eine Garnisonsstadt zu errichten. Neuf-Brisach hat einen wunderschönen Grundriss, nämlich einen achteckigen Stern. Und das ist der Grund dafür, dass man nirgends im Mauerwerk einen rechten Winkel hat, wo sich jemand verstecken kann. Man konnte also früher mit den Gewehren, mit den Kanonen jeden Punkt vor der Stadtmauer treffen. Die Stadtmauer selber, die ist 8 Meter hoch, 3 Meter breit, 3 Meter dick. Eigentlich uneinnehmbar für damalige Verhältnisse. Im Vauban-Museum von Neuf-Brisach zeigt ein Modell das charakteristische Achteck mit dem schachbrettartig angelegten Straßennetz und dem zentralen Exerzierplatz. Neuf-Brisach, das sich innerhalb der alten Festungsmauern bis heute kaum verändert hat, gehört mit anderen Vauban-Bauwerken seit 2008 zum Weltkulturerbe der UNESCO. Zurück auf den Rhein. Bei Neuf-Brisach und Breisach vereinigt sich der Altrhein mit dem Rhein-Seitenkanal, der Hauptstrecke für den Schiffsverkehr. Auf seinem Weg durch die oberrheinische Tiefebene fließt der Rhein für weitere 220 Kilometer als Grenze, aber auch als verbindendes Band zwischen Deutschland und Frankreich.